für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Sehr schön hast du das gemacht. Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Da. Hey, gute Idee. Okay, das muss ich hier nicht abgeben. Was? Achso. Wir müssen nochmal ins Claytons. Denn wir brauchen die Kondome anscheinend anstelle der Ballons. Also ich wäre jetzt auch fest überzeugt gewesen, wir brauchen nur die Ballons, die da eben muss man Münzen. Der kleine Junge für sich beansprucht. Nix Münzen. Wir haben schon Rabbens hier. Ist genug Münze. And we have a winner. Das macht keinen Sinn. Was soll ich mit den Gummis machen? Dachte aufblasen. Soll ich mir den Kondom? Ja. Oh Gott. Also kriegen wir doch diese Ballons. Na gut, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ihr werdet merken, meine Lieben, ich mache jetzt diesmal keinen Absatz und beende jeden Part einzeln, denn ich habe aktuell gerade nur einen Monitor zur Verfügung. Ich muss ein Adapterkabel erst besorgen. Verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die vielfältige Anwendung von Latex hat. Solange ein Monitor. Und dann sehe ich eben nicht, wie lang wir extra empfindliche Ballons. Geil. Auf keinen Fall, der hat schon seine eigenen. Hinhalten. Guck mal, ich habe meine eigene Balance. Ah, okay. Und ja, ich sehe halt nicht, wie lange ich aufnehme. Deswegen werde ich im Nachhinein erste Folgen schneiden. Seid mal deshalb nicht böse. Aber anders geht's halt nicht mal. Aha, hier. Yeah. Aha. Yo. Die sehen sicher gut aus. Häng sie endlich auf. Ich sag dir ja schon. Denken Sie nicht mal dran. Das war so nicht abgemacht und ich will Dr. Johnson nicht enttäuschen. Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Hey, gute Idee. Dann stell's nicht auf. Nu? Hä? Juckt's. Ups. Partydröte, Verkehrshütchen, Kuchen, Ballons. Ach, okay. Die Idee musst du erstmal kommen. Den können wir da hinstellen, oder? Was haben wir denn hier noch alles zu finden? Denken Sie nicht. Das Büro sieht noch nicht nach. Okay.
Können wir Ellen nochmal irgendwas draufsetzen? Gut gemacht. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rorschach-Test oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Sehen Sie, ich sitze in der Zeitschleife fest. Eine Zeitschleife? Interessant. Das ist recht ungewöhnlich, wissen Sie? Kann schon sein. Vielleicht ist Ihr Leben etwas monoton geworden. Vielleicht will Ihr Gehirn Ihnen mitteilen, dass Sie Veränderung brauchen. Nee, so ist es nicht. Seit ich in der Zeit gefangen bin, war mein Leben alles andere als monoton. Es ist wie eine Achterbahn des Elends, wo jeder Tag Montag ist und alle mich abgrundtief hassen. Interessant. Sir, ich würde Ihren Fall gern näher untersuchen. Ah ja, Sie Blitzmerker, was an Zeitschleife haben Sie denn nicht begriffen? Ach ja, das ist ein Problem, nicht wahr? Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen? Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen. Gefällt oh je. Mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Oh, stimmt, da dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow, danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe! Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn finden. Vielleicht ist er ja bei sich nun endlich daheim. Es scheint nicht so. Aber wo ist er denn jetzt hin mit da? Eine Waffe besorgen. Eine Waffe, die könnte bestimmt nur bei Mel finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderen sonst Waffen verkauft.